Guten Morgen, 007. Wir haben das Mobiltelefon geortet, das das Echelon-System fand und das zum Eingang der alten Katakomben unter dieser Baustelle verfolgt. Wir haben das Signal verloren, als es unter der Erde verschwand. Aber vielleicht finden Sie es wieder, wenn Sie in die Katakomben gehen. Q-Abteilung, Ende der Übertragung. Hallo. Hallo. Da sind wir wieder zu einer neuen Folge Let's Play James Bond. Bloodstone. Und wir laufen jetzt hier mal so die Straße runter, ganz unauffällig, wie wir doch immer sind. Ja, klar. Wir sind in Istanbul, unschwer zu erkennen, oder? Einer der größten Städte der Welt. Hallo, da sind sie am Rauchen, der Busfahrer ist am Quatschen. Nur am Rauchen. Immer dasselbe. So, können uns mal ein bisschen umschauen. Ist doch nett hier. Bauarbeiter. Ah, da müssen wir jetzt hin. Hey, halt, keinen Schritt weiter. Dr. Bond. Britisches Museum. Architekturerbestiftung. Ich soll die Instandhaltung überprüfen. Nein. Rufen Sie das türkische Kulturministerium an. Mir egal. Aber da geht niemand runter. Nicht ohne Schutzhelm. Natürlich. Sicherheit geht vor. Cool, wie wir doch sind. Klar. An dieser Baustelle haben wir das Signal von Tedworth verloren. Wir müssen herausfinden, ob er noch für uns oder für unsere Feinde arbeitet. Suchen Sie mit Ihrem Telefon nach Beweisen. Machen wir das doch James mal. James Bond zieht doch keinen Bauarbeiterhelm an, also... Beweise. Geht ja nicht. Gehen wir doch mal hier rein. Haben wir auch so ein tolles Smartphone? Wir haben ein richtig tolles Smartphone, das kann fast alles. Weil Sony Xperia wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Weil Sony gespendet hat. So, wir haben wir den Laptop. Haben die Festplatte des Computers geklont. Ich gebe sie zur Analyse. Suchen Sie weiter. Es ging schnell, ne? Ohne irgendwas zu machen. Guck mal, was da steht. Sagen sie so? Cool, ne? Was der so mit uns geredet hat. Richtig freundlich, wie immer. Bauarbeiter natürlich. Ist auch immer eine Sequenz für das Aufmachen der Türen. Hier gibt's nichts. Authentischer Sound. Ja. Also ich muss schon rauchen wieder. Also ich muss schon sagen, die Grafik ist schlechter als die bei Star Wars. Und aber das ist ja auch ein, ich sag's mal so, okay, das Spiel ist nicht schlecht, aber es ist trotzdem billiger Ableger, finde ich. Der Vorarbeiter ist bereit, Sie zu treffen. Bitte warten Sie im Container. Und da wird nicht so viel Geld investiert in diese Spiele. Na gut, das ist richtig. Und wenn das investiert wird, dann machen sie nur Scheiße damit meistens. Bei Filmspielen. So, wir können das jetzt mal sehr hier überholen. Schade ist. Hier entlang, Dr. Bond. Ich weiß, wo es lang geht. Boah, sind die unfreundlich, das gibt's ja gar nicht. Was passiert jetzt wohl? So spektakulär muss man das jetzt auch nicht machen. Also, kommt, Leute. Doch, das soll ja wie ein Unfall aussehen. Jetzt muss ich wahrscheinlich wieder irgendwelche Quicktime-Events machen. Irgendwelche Tasten drücken. Ja, das war wirklich kompliziert. Hm, 007-Style. So, den haben wir jetzt unauffällig ausgeschaltet. Wissenschaftler ist gut. Ja. Was war nochmal Entdeckung gehen war Space, okay. Schon was länger her, dass wir das gespielt haben. Da ist ein Feind. Dieses Smartphone ist voll genial. Vierter Schuss oder was? Ja. Gib's zu, es war jetzt nicht so optimal. Oh ja, das Level kenne ich noch gut. Da ist einer an der Tür.
viele waren das? Ungefähr 7. Ups. Muss aufpassen, dass der dahinter sich nicht sieht. Genau so. Ja, das machen wir jetzt mal. Einfach mal hinschmeißen, den Typen. Ja. Das Spiel erinnert mich auch ein bisschen an Splinter Cell Conviction. Ja? Also ich glaube, das war das Neueste zum Splinter Cell. Wie, mit dem Entdeckung gehen und so weiter und dem... Und diesem Zeichen, wenn man fast entdeckt wird, das sieht genauso aus. Ja. Ist schon, orientiert sich ziemlich daran. Geil, oder? Okay. Diese Physik-Engine ist schon der Hammer. Aber wir sollten nicht so über das Spiel herziehen, denn wir haben uns das ja ausgesucht und ich finde das auch gar nicht schlecht. Es ist auch nicht schlecht. Definitiv nicht. Bisschen zu kurz einfach. Wir suchen uns ja keine schlechten Spiele aus. Nein, auf keinen Fall. Das wäre ja scheiße. Da hätten wir auch keinen Spaß am Spielen. Ja. Oh, da war ja einer. Ja. Upsala. So, dann gehen wir doch mal weiter. Mit der MP7. Wir sollten wohl... Achtung. Alter, warum geht der nicht in Deckung, der Futter? Na, das nützt mir nichts. Ach du Granate. Weg, weg, weg. Du hast keine Unterstützung, mein Freund. Du siehst genauso aus wie der Typ, den wir eben umgelegt haben. Bist du der Bruder? Ja klar, da arbeiten viele Zwillinge zusammen. Ja, schon ein paar. Drücken Sie 1. Komisch auch. So. Ja, weiß ich doch. Na, jetzt sind wir auch schon gleich unter der Erde. Natürlich wie elegant. Eh und je. Noch schön hier den Pulli abklopfen. Verstanden. Bin unterwegs in die Katakomben. Was hat er verstanden? Das weiß ich auch nicht. Hilfe beim Kacken. Ja, wäre schon geil. So, jetzt haben wir einen schon mal umgelegt. Okay, was jetzt passiert? Ja, aber das wird uns nicht aufhalten. Nein, es wird uns aufhalten. So wenig Tempo in dem Level irgendwie. Aber es liegt daran, dass wir auch leise bleiben sollen. F drücken für Beseitigung. F beseitigen. Patschert. Der lebt ja noch. Ja, was ist das für ein seltsames Blut, was da an dem kommt? Ich wollte eigentlich geschickt den kurz schnell ausschießen, bevor der andere irgendwas checkt und dann... Ah, ist schwer mit so einer Maschinenpistole, man muss das eher mit einer Pistole machen. Normalen Pistole. Ja. Ich schieße einfach zu schnell. Die macht so viele Ratatatatam-Schüsse sozusagen. Ja, ja. Und dann fliegen die Kugeln nicht dahin, wo sie hin sollen. Der lebt noch. Erstmal in den Bauch schießen. Ganz unelegant. Ja, da müssen wir lang. Ja, hier lang.
In Kürze kommt ja auch der neue James Bond Film ins Kino. Ja. Skyfall. Und den werden wir uns natürlich ansehen. Und das neue James Bond Spiel 007 Legends ist draußen. Hat allerdings nicht so gute Bewertungen bekommen. Ja, was allerdings halt nicht so gut sein soll, ne? Weil es einfach nur Ausschnitte aus ein paar James Bond Filmen sind. Ohne viel Story, immer ohne nur, alles. Immer nur die letzten paar Minuten von den Filmen halt, ja, ne? Also nicht so ganz überzeugend. Leider. Ja, sehr leider. Aus James Bond kann man viel mehr machen. Ja, wäre natürlich nicht schlecht, die alle Filme mal durchspielen, aber wenn das so wenig ist, ist es einfach doof. Ja. Bin unterwegs! Wir müssen ihn aufhalten! So natürlich. Aber gerne doch. Oh, die sind beide schon tot. Wo sind noch Feinde? Das, nimm doch die Pistole, die. Oder? Nee, ich muss hier. Kann man nur eine Waffe oder zwei Waffen? Nee, man hat eine Pistole. Also eine Primär- und eine Sekundärwaffe dann ja. Halt. Geh doch da durch jetzt. Ich hab doch mein Smartphone benutzt, was soll ich noch machen? Zu den Katakomben gehen, aber es kommen glaube ich jetzt Feinde. Ja, es kommen jetzt Feinde. Das hat mich gestört. Das war auch gerade sehr gescriptet. Die sind erst rausgekommen, als ich dann da war, sozusagen. Ah, Mist. Komm, ein Schuss reicht anscheinend nicht. Nee. Wäre auch ein bisschen unlogisch. Also, das heißt, es wäre logisch, aber es wäre für ein Computerspiel unlogisch. War da noch irgendwas? Können wir uns einen Gabelstapler setzen? Nee, leider nicht. Wir können gleich Zug fahren. Ah, das ist gut, ne? Der ist ja ein, der hat gar nichts gemacht. Das sind also Drillinge jetzt, also. Ah. Klonfabrik lässt grüßen. Werden es ja noch vier Dinge. Das ist eine neue Waffe. Und für fünf. Hatten wir schon im ersten Level. Ja, finde ich ganz die nett. Ist besser. Nicht so eine kleine Uzi, die wir gerade haben. Ah. Auf dich zu bewegen. Ja, die ist irgendwie besser, die hat mehr Durchschlag. Was ist das? So, dann laufen wir jetzt mal hier weiter. R nachladen. So. Jetzt sind wir da. Und wie wir Zug fahren, das seht ihr im nächsten Part. Bis dann. Bis dann. Ciao.